Heute möchte ich darüber sprechen, erstens, wie viele Engel gibt es? Zweitens, wie kann man Engel unterscheiden? Und drittens, wie kann man Nahtoderfahrungen unterscheiden? Diese drei Themen hängen miteinander zusammen und deshalb bemühe ich mich hier ein kurzes Video zu machen, das alle drei Fragen beantwortet. Die erste Frage, wie viele Engel gibt es? Die Bibel vergleicht die Zahl der Engel mit den Sternen. Und wenn man diesen Maßstab ernst nimmt, dann gibt es erheblich mehr Engel als Menschen. Erheblich mehr. Akzent auf erheblich. Wirklich sehr erheblich mehr Engel als Menschen. Dann gibt es eine zweite Zahl, nämlich ein Drittel dieser Engel ist abgefallen. Und dieses Drittel, wieder der Akzent auf erheblich, ist immer noch erheblich mehr als die Anzahl der Menschen. Wie kann man diese beiden Gruppen nun, die Abgefallenen, von den gottgetreuen Engeln unterscheiden? Das ist seit 2000 Jahren relativ einfach, denn vor 2000 Jahren fand das Rettungsgeschehen Gottes statt. Da wurde Gott Mensch, um die Menschen zu retten, aus dem Tod, aus der Krankheit, vor allem Bösen, sind sie nun rettbar. Und Engel kann man dahingehend unterscheiden, inwieweit sie übereinstimmen mit der Rettungsbotschaft, also der Botschaft von Jesus Christus, inwieweit weisen Engel hin auf den Weg der Rettung, auf den ich am Ende dieses Videos noch eingehen werde, wie der aussieht. Daran kann man die Engel unterscheiden und auch die Nahtoderfahrungen. Eine Nahtoderfahrung ist eine geistliche Erfahrung. Es ist noch keine Todeserfahrung, denn der Nahtoderfahrene, während er die Nahtoderfahrung macht, ist noch verbunden mit seinem Körper durch eine Schnur, die teilweise wahrgenommen wird als Silberschnur, so wird sie auch in der Bibel genannt. Nahtoderfahrungen lassen sich wie Engel unterscheiden. Dahingehend bringen sie dem Rettungsgeschehen, das Gott bewirkt hat vor 2000 Jahren, als sein Sohn Mensch wurde, um am Kreuz die Sünden zu tragen, bringen sie dieser Rettungsbotschaft, diesem Rettungsgeschehen näher oder tun sie das nicht, tun sie vielleicht sogar das Gegenteil, weist eine Nahtoderfahrung weg vom Rettungsgeschehen Gottes um Jesus Christus. Das gibt es. Es gibt Nahtoderfahrungen, genauso wie es Engel gibt, die die Menschen versuchen zurückzuwerfen auf sich selbst, die denen erklären möchten, du kannst dir selbst helfen, sei einfach ein guter Mensch, du wirst immer und immer wieder geboren und dann findet irgendwann sowieso die Rettung statt. Das ist diabolisch. Der Mensch kann sich nicht selbst retten. Jede Wiedergeburt, jede Reinkarnation würde neue Sünden mit sich bringen und neu das Erfordernis, Jesus Christus, das, was Gottes Sohn am Kreuz getan hat, für sich persönlich anzunehmen. Das wäre der Effekt jeder erneuten Wiedergeburt, neue Sünde, neue Notwendigkeit, sie an das Kreuz von Jesus Christus abzugeben. Deshalb wurde Gott Mensch, deshalb wurde der Sohn Gottes in der Zeit Mensch, um die Sünden zu tragen. Dorthin können wir sie abgeben und die Zeit ist kurz. Wir haben als Menschen das große Vorrecht, wir können uns retten lassen. Wir können uns zwar nicht selbst retten, aber wir können uns retten lassen, indem wir Jesus Christus als Herrn und Retter annehmen. Wer das tut, der wird gerettet. Jesus Christus versagt nicht. Er ist der Retter, dazu wurde er Mensch. Und jeder, der in seinem Herzen die Entscheidung, die persönliche Lebensübergabe an Jesus Christus vollzieht, der Jesus Christus als Herrn und Retter annimmt,
den rette der Herr. Er macht es dann. Wie macht er es? Er macht es durch den Heiligen Geist. Der Mensch, der Jesus Christus als Herrn und Retter annimmt, erhält eben nicht nur Sündenvergebung, sondern er erhält den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist Führung durch den Rest des Lebens fruchtbar, geistlich fruchtbar in dem Maße, wie man auf seine Stimme hört. Am Ende geht es durch die Wand des Todes in das Totenreich Hades, Sheol genannt, in den alten Schriften der Bibel des Neuen und Alten Testaments. Ganz am Ende findet die Auferstehung statt. Wer in seiner Lebenszeit Jesus Christus als Herrn und Retter angenommen hatte, der trägt in der Auferstehung ein weißes Gewand und er geht in einem eigentümlichen Glanz in diesem weißen Gewand durch die Auferstehung hindurch an diesem letzten Tag in das Endgericht vor Gott. Und weil er dieses weiße Gewand trägt, diesen eigentümlichen Glanz, deshalb wird er durch das Endgericht am letzten Tag vor Gott hindurchgewunken. Da ist nämlich nichts mehr zu richten. Der Mensch, der in seiner Lebenszeit Jesus Christus als persönlichen Herrn und Retter annimmt, der hat seine Sünden an das Kreuz, an Jesus Christus abgegeben. Und so steht er im Endgericht rein von seinen Sünden. Die hängen am Kreuz und so wird er hindurchgewunken. Durch das Endgericht hindurch in das Paradies. Das ist der Weg des Menschen, der sich retten lässt, der Jesus Christus als Herrn und Retter annimmt. Und Engel, zwei Drittel, die Gott getreu geblieben sind, weisen hin auf dieses Geschehen, denn einen anderen Weg der Rettung gibt es nicht. Engel helfen Menschen, zu Jesus Christus zu finden. Wenn ein Engel in eine andere Richtung weist, wenn er dich zum Beispiel auf dich selbst zurückwirft, wenn er dir etwas von Yoga oder Meditation erzählt, dann weißt du, dass er zu dem Drittel der gefallenen Engel gehört, zu dem Drittel der Engel, die von Satan geführt werden. Genauso eine Nahtoderfahrung, wenn sie dich an Jesus Christus verweist, wenn du erkennst, du kannst dich nicht selbst retten, du brauchst das, was Jesus am Kreuz getan hat, dann ist deine Nahtoderfahrung hilfreich. Wenn es irgendeinen anderen Weg der Rettung gegeben hätte, Gott hätte seinem Sohn von vor aller Zeit, durch den er die Welten geschaffen hatte, seine Menschwerdung in der Zeit erspart. Der harte Kreuzesweg, 6 Stunden am Kreuz für deine Sünden zu sterben, das erfordert nur eines, deine Entscheidung. Sage Ja zu Jesus Christus. Weise alles von dir, was wegweist von Jesus Christus. Du brauchst keine Erfahrungen, die dich auf dich selbst zurückwerfen. Du brauchst keine Engel, die wegweisen von Jesus Christus. Das Einzige, was du brauchst, um gerettet zu werden, ist, du brauchst den Heiligen Geist. Und den erhältst du, wenn du Jesus Christus als Herrn und Retter annimmst. Er allein ist zielgenaue Führung in das Paradies. Deine restliche Lebenszeit wird fruchtbar. Du gehst durch die Wand des Todes in das Totenreich und hast dort einen grusamen Totenschlaf. Am Ende der Zeit gehst du in die Auferstehung und dann wirst du an diesem letzten Tag hindurchgewunken durch das endzeitliche Gericht in das Paradies. Das ist der Weg der Kinder Gottes. Das ist die eine Botschaft, die wichtig ist. Und wenn Engel von Gott sind, dann sind sie hilfreich auf diesem einen Rettungsweg, denn einen anderen gibt es nicht. Nimm Jesus Christus als deinen Herrn und Retter an. Lass dich retten. Gottes Segen. Amen.